Ventimiglia jetzt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir debattieren heute das Verpackungsgesetz, das die bestehende Verpackungsverordnung ablösen und weiterentwickeln wird. Was ist eigentlich das Ziel dieses Verpackungsgesetzes? Das Ziel besteht darin, dass Abfälle vermieden werden, dass sie möglichst erst gar nicht entstehen, Verpackungsabfälle, und wenn sie entstehen, dass sie dann hinterher wieder stofflich verwertet werden, dass sie recycelt werden. Und warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil wir nach wie vor weltweit steigende Ressourcenverbräuche haben. Deutschland ist abhängig von Rohstoffimporten. Und deswegen muss es unser Ziel sein, die Stoffkreisläufe zu schließen, eine echte Kreislaufwirtschaft hinzubekommen, Ressourcenverbräuche zu reduzieren. Es geht also um Ressourcenschonung, um Umweltschutz. Es geht aber auch um wirtschaftliche Ziele. Wir reden hier über einen großen Markt mit vielen Unternehmen, kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen, viele tausend Arbeitsplätze, die davon abhängig sind. Es ist ein wachsender Markt, und viele Unternehmen in Deutschland sind in diesem Bereich Vorreiter. Sie haben Technologien entwickelt, die weltweit als führend gelten. Und meine Damen und Herren, wir wollen mit diesem Verpackungsgesetz einen klugen Rahmen geben, um diese Vorreiterrolle zu stärken und fortzuentwickeln. Darum geht es bei diesem Verpackungsgesetz. Was ist der Kerngedanke dieses Gesetzes? Es ist die Produktverantwortung. In der Tat, was heißt das eigentlich? Anfang der 90er Jahre hatten wir in Deutschland Müllnotstand. Wir hatten Müllberge. Und dann hatte Klaus Töpfer damals die geniale Idee dieser Produktverantwortung. Er hat gesagt, alle, die in Deutschland Verpackungen an den Markt bringen, sind dafür verantwortlich, diese hinterher zurückzunehmen und nach bestimmten Quoten zu recyceln. Unternehmen übernehmen also Verantwortung auch für die Entsorgung ihrer Verpackungen. Und damit wird der Preis für die Entsorgung oder die Kosten für die Entsorgung der Verpackung wird Teil des Verkaufspreises des Produktes. Das ist die Idee, und somit werden die Entsorgungskosten Teil des Wettbewerbs. Und meine Damen und Herren, daraus entstehen dann die notwendigen Anreize für Unternehmen, für Hersteller, für Inverkehrbringer, Verpackungen einzusparen. Das ist ein marktwirtschaftliches Prinzip, um Umweltschutz zu erzielen. Es hat damals gewirkt, die Müllberge sind zurückgegangen, und es ist auch heute noch das richtige Prinzip. Und deswegen halten wir daran fest, und deswegen stärken wir im Verpackungsgesetz genau dieses Prinzip. Ich will drei konkrete Punkte nennen. Erstens, wir sorgen dafür, dass künftig mehr Verpackungen in Deutschland recycelt werden müssen. Die Quoten werden nach oben gesetzt, beim Glas 80%, später 90%, beim Papier 85%, später 90%, beim Kunststoff knapp unter 60%, später knapp über 60%. Das ist technisch machbar, es ist anspruchsvoll, und ich denke, die Bürger erwarten es zu Recht. Die Menschen trennen in Deutschland sehr sorgfältig ihren Müll. Und wir erreichen jetzt mit diesem Gesetz, dass künftig mehr von dem, was im gelben Sack landet, hinterher auch tatsächlich wieder stofflich verwertet wird, recycelt wird und weniger in der Müllverbrennungsanlage. Und genau das ist die richtige Richtung. Ein zweiter Punkt. Es gibt durchaus im bestehenden System einige Schwächen, auch Schlupflöcher, Organisationsprobleme. Und deswegen schaffen wir jetzt eine zentrale Stelle, eine schlanke zentrale Stelle, die dafür sorgen soll, dass es faire Wettbewerbsbedingungen gibt, die dafür sorgen soll, dass der Wettbewerb gestärkt wird und nicht geschwächt wird. Und ein dritter Punkt. Wir halten an einer wettbewerblich organisierten Lösung fest und stärken gleichzeitig die kommunalen Mitwirkungsmöglichkeiten. Die Rolle der Kommunen wird gestärkt, meine Damen und Herren. Unter bestimmten Bedingungen können die Kommunen künftig vorschreiben in Rahmenvorgaben,
wie die Sammlung der Kunststoffe, der Metalle und der Verbundverpackungen zu erfolgen hat, ob zum Beispiel in einem gelben Sack oder in einer Tonne. Sie können Vorgaben machen über die Abholrhythmen, über die Größe der Tonnen. An dieser Stelle stärken wir deutlich die Rolle der Kommunen. Also es ist genau im Gegenteil, so wie Herr Lenkert gesagt hat. Meine Damen und Herren, zweifelsohne, bei einem solchen Gesetz gehen die Interessen auseinander. Die einen wollen mehr Quoten, höhere Quoten, die anderen wollen niedrigere Quoten. Verschiedene Gruppen wollen Zugriff haben zu den Stoffströmen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen bei der Pfandregelung. Dazu will ich nur Folgendes sagen. Eine Pfandpflicht auf Weinflaschen und Sektflaschen, so wie es die Mehrheit im Bundesrat fordert, wird es mit uns nicht geben. Das machen wir nicht mit, weil es keinen Sinn macht. Meine Damen und Herren, die Interessen bei diesem Gesetz gehen auseinander und es ist völlig klar, es wird keine Lösung geben, die dazu führt, dass hinterher alle zu 100% zufrieden sind. Wir könnten noch 3, 4 und 5 Jahre weiter diskutieren. Diese Lösung wird es nicht geben. Aber das Entscheidende ist, dass unterm Strich der Gesetzentwurf eine vernünftige Balance bietet. Unterm Strich ist dieser Gesetzentwurf eine gute Grundlage, auch für die parlamentarischen Beratungen, die jetzt folgen werden. Wir werden uns alle Argumente nochmals gründlich ansehen. Es wird eine Anhörung der Sachverständigen geben. Wir werden alles gründlich abwägen und dann über den ein oder anderen Punkt selbstverständlich sprechen, zum Beispiel auch über den Punkt der Mehrwegquote, ein Anliegen der mittelständischen Getränkewirtschaft. Meine Damen und Herren, unterm Strich ist dieses Verpackungsgesetz ein Fortschritt und es ist an der Zeit, dass wir diesen Fortschritt jetzt endlich nach Jahren gehen und deswegen sollten wir jetzt dieses Verpackungsgesetz auch auf den Weg bringen. Zur Wahrheit und zur Offenheit gehört allerdings auch dies. So wichtig dieses Verpackungsgesetz ist und so sinnvoll das es ist, dass wir jetzt dieses Verpackungsgesetz unter Dach und Fach bekommen, so wahr ist es auch, dass das eigentliche Ziel ist und bleibt ein Wertstoffgesetz. Meine Damen und Herren, es muss doch das Ziel sein, dass Verpackungen und andere Abfälle, die aus den gleichen Materialien wie diese Verpackungen bestehen, dass sie gemeinsam erfasst werden, dass gemeinsam gesammelt wird und diese Stoffe gemeinsam recycelt werden. Also der Joghurtbecher auf der einen Seite und die Quietscheente und die Kunststoffschüssel auf der anderen Seite. Der Kleiderbügel, der mit dem Kleidungsstück verkauft wird auf der einen Seite und der Kleiderbügel, der ohne ein Kleidungsstück verkauft wird auf der anderen Seite. Heute ist es so, der eine Kleiderbügel gehört nach der Rechtslage in den gelben Sack und wird recycelt und der andere Kleiderbügel gehört in die Restmülltonne und wird verbrannt. Meine Damen und Herren, Sinn macht dies nicht und deswegen ist und bleibt es richtig, wir brauchen ein Wertstoffgesetz. Wir haben aus dem Parlament hierzu Vorschläge gemacht. Leider ist es dazu nicht gekommen. Ich sage aber auch ganz deutlich, an der Union ist dieses Wertstoffgesetz nicht gescheitert. Und ich werbe ausdrücklich dafür, dass wir in der nächsten Legislaturperiode Mehrheiten finden für ein dringend notwendiges Wertstoffgesetz. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Peter Maywald für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.